An einem Tag im Jahr ist der Pumuckl kein bisschen anders als ihr. Genauso ungeduldig, genauso neugierig und genauso aufgeregt. Das ist am 24. Dezember vor der Bescherung. Der Meister Eder sperrt schon mittags die Werkstatt zu und dann macht er sich's gemütlich in seiner Wohnküche, froh, dass jetzt keine Kunden mehr kommen mit dringenden Weihnachtswünschen. Das Wohnzimmer ist zugesperrt, weil da doch der Weihnachtsbaum drinsteht, den der Pumuckl vorher nicht sehen darf. Zum einen, weil der kleine Kobold überrascht sein soll, und zum anderen, weil er doch mit Vorliebe mit Christbaumkugeln spielt. Und das bekommt so mancher Kugel nicht so recht. Also, darum sitzen die beiden, der Schreinermeister und sein Kobold, nachmittags in der Wohnküche und warten, bis es dunkel und Zeit für die Bescherung wird. So, Pumuckl, jetzt kochen wir einen Kaffee und wir essen ein bisschen von dem Weihnachtsgebäck und gerade Schieß. Und wenn es dunkel wird, gehen wir in den Stuben rüber und zünden unseren Christbaum an. Anzünden. Der verbrennt ja sonst. Jetzt, Pumuckl, ich meine, wir zünden nicht den Baum an, sondern die Kerzen. Da wirst du schauen. Du sag mal, warum muss es eigentlich dunkel werden, damit ich schauen kann? Die Kerzen kann man ja auch im Hellen, also wenn es ganz hell ist, kann man die ja viel besser anzünden, ja, weil man sie ja viel besser sieht. Ja, aber leuchten tun's nicht so schön. Und überhaupt, Heiligen Abend feiert man am Heiligen Abend und nicht am Nachmittag. Ja, aber wir können das ja am Abend feiern und jetzt können wir ja bloß mal schauen. Und ob nichts da gewartet wird, jetzt wird gewartet. Sag, was willst du jetzt trinken, auch einen Kaffee oder was anderes? Wie wär's mit dem Himbeerwasser? Oh ja, Himbeerwasser, aber ohne Wasser, bloß Himbeer. Gut, ja. Gut ist recht, weil ja. Weihnachten ist. Ohne Wasser. Da, schau, da hast du. Oh, das ist ja schön süß. Du, sag mal, aber hast du nicht auch was von Gepäck oder so? Weihnachtsgepäck? Ja, da, die holen wir jetzt her. Ja. So. Wenn man jetzt die schon essen darf. Da, schau, wo ich die versteckt habe, damit's nicht alle vorher gegessen hast, bevor Weihnachten da ist. Im Salzfass? Mhm. Im Salzfass? Da habe ich sie nämlich überhaupt nicht gesucht. Ja, gar nicht. Das heißt, so. Ich habe natürlich überhaupt nicht hab ich gesucht. Aha, ja, das glaube ich da schon. Ich habe nur geschaut. So, das sind wir schön auf dem Teller. Da. Ja, das ist sehr, sag mal, und jetzt sind die wahrscheinlich alle ganz salzig. Und ich mag doch gar kein Salz. Die sind nicht salzig. So, und jetzt lassen wir es uns schmecken. Ja. So. Mm. Ist das schön, wenn an keiner stirbt. Sehr schön. Sehr schön. Und sehr süß ist es auch. Richtig, Mirzel. Ja, also weißt du, so ganz gemütlich ist es auch wieder nicht. So, und warum nicht? Weil die Tür zur Stube zugesperrt ist. Und zugesperrte Türen, die sind ja immer sehr ungemütlich. Ja, schon, aber heute ist das was anderes. Du tust ja sonst da nicht rein. Nein, Schlüssel verstecken, das ist ja eigentlich ein Koboldsspaß. Ja. Und kein Meister-Eder-Spaß. Und wenn ich mal so ab und zu, also nur so zu und ab einen Schlüssel verstecke, dann sagst du ja auch immer, ich soll nicht albern sein und das wäre allmählich langweilig, ja. Und solche Sachen. Ja, das ist aber so. Also, ich finde, dass das gar nichts anderes ist. Überhaupt nichts. Und dass es genauso langweilig ist, wenn du den Schlüssel versteckst. Pumuckl, ja. Deine ganze Schlauheit nützt dir da nichts. Die Tür bleibt zu. So, jetzt komm, sei gemütlich. Erzählen wir uns was. Ja, erzählen wir uns, was hinter der Tür ist. Also da ist drittens ein Christbaum und 72 Kugeln. Kugeln auch. Sind auch drauf. Ganze Kugeln? Ja, nur das weiß ich nicht. Das ist eine Glückssache mit den Kugeln. Ja, aber ich will ganze Kugeln und keine Glückssache. Wenn du den Schlüssel jetzt so versteckt hast, dass du ihn nie mehr wiederfindest. Und wir sitzen da und wir haben nie einen Weihnachtsabend. Okay. Und komm, wir müssen jetzt ganz schnell den Schlüssel zum Zimmer suchen. Ganz schnell. Ja, den brauchen wir nicht suchen, ich weiß ganz genau, wo er ist. Wo? Ja, das sag ich nicht. Wo? Ich sag's nicht. Gut, also dann werde ich dir auch nie mehr sagen, wo ich Schlüssel hin verstecke. Nie mehr. Ich werde immer fort und ich... Wer konnte denn die?
dies sei? Ja, vielleicht. Vielleicht will jemand einen Schrank oder ein Ragel. Regal. Nein, wie? Regal. Regal. Oder einen na, Stuhl. Bestimmt. Na, halt bestimmt nicht. Entschuldigen Sie, sind Sie der Herr Eder? Freilich, grüß Gott. Ah, da bin ich schon richtig. Sie, ich soll das Paket für Sie abgeben. Für mich ein Paket? Vorsicht, nicht stürzen. Ja, sowas. Was kriegst du denn fürs Bringen? Danke, nix. Frohe Weihnachten. Warten's. Wo ist denn gleich mein Gepäck? Bemühen Sie sich nicht. Ich hab's nur mitgenommen, weil ich gerade da vorbeikomme. Ich hab's eilig. Frohe Weihnachten. Auf Wiedersehen. Ja, aber von wem ist denn? Jetzt ist er schon fort. Hoffentlich habe ich nicht beleidigt, weil er mir Trinkgeld geben wollte. Du schau, Pumuckl, ein Paket ist abgegeben worden. Oh, ein Paket! Ein Paket ist immer nicht! Nicht! Das machen wir jetzt gleich auf. Ja, ich weiß nicht recht. Sicher gehört es unseren Christbaum. Nein, sehr unsicher sogar. Sehr unsicher. Also, das ist sehr unsicher, dass es unter einen Christbaum gehört. Vielleicht gehört es unter den Ofen. Okay. Oder unter den Schrank. Da müssen wir erst mal nachsehen, ob es ein Ofen- oder ein Schrankpaket ist. Kein Absender drauf. Das ist bestimmt der Weihnachtsgeschenk. Lass mich mal riechen. Man riecht ja... Nein. Das riecht überhaupt nicht nach Weihnachten. Das Paket, das können wir bestimmt sofort aufmachen. Naja, nachschauen könnte ich schon. Ja, vielleicht das können wir schon. Eine Karte oder was drin ist, damit ich weiß, von wem es ist. Ja, das musst du ja unbedingt wissen. Weil, ja. Weißt du, komm, wir holen die gemütliche Schere, ganz gemütlich, aus der Stube. Nein, da brauche ich keine Schere aus der Stube. Nein. Nicht. Die Knöpfe machen wir mit die Finger auf. Ja. Du ja. Als Nachfahre von den Klabautermännern musst dich schon mit Knoten auskennen. Ja, gell, kenn du auf jedem Segelschiff so viele Knoten gibt. Ja, viele Knoten. Du, da schickt er noch einmal eine Himbeer ohne Wasser, ey. Psst, jetzt nicht aufmachen. Wir müssen jetzt das Paket aufmachen und nicht die Tür. Das Paket. Wer weiß, vielleicht ist nochmal ein Paket. Schnell, vielleicht müssen wir bei so vielen Paketen doch noch eine Schere aus der Stube herausholen. Grüß Gott, Herr Eder. Ja, grüß dich, Gott, Monika. Einen schönen Gruß von der Mutti und ich soll Ihnen die Plätzchen bringen. Ja, das ist aber nett. Sagst der Mutti einen recht herzlichen Dank. Das hätt's aber wirklich nicht braucht. Doch, die Mutti hat gesagt, dass sie froh ist, wenn sie mich eine Zeit lang los hat. Ich soll mich mit ihnen unterhalten, hat sie gesagt. Ja, Monika. Weißt du, ich hab noch was zu tun, aber komm, jetzt komm. Komm nur rein jetzt. So, jetzt sag. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich habe der Mutti auch schon geholfen. Ich habe alles alte Wachs aus den Kerzenhaltern herausgetan. Mhm. Mit warmem Wasser. Ja, dicht. Richtig, haben Sie auch Kerzenhalter? Ja, freilich, aber das ist alles schon fertig gerichtet. Kriegen Sie auch einen Christbaum? Ja, freilich. Ui, machen Sie das Paket da jetzt schon auf? Ja, ich weiß selber nicht. Ich helfe Ihnen beim Aufmachen. Nein, lieber nicht. Aber ich kann Knöpfe gut aufmachen. Au! Ja, was hast du denn? Es hat mich was gezwickt. Ich helfe Ihnen beim Aufmachen. Nein, danke schön. Vielleicht mache ich es auch noch gar nicht auf. Haben Sie auch zu viel gebacken? Hm. Vati hat gesagt, dass er das süße Zeug schon immer sehen kann. Hm. Und darum schenkt es die Mutti auch gern weg. So, na tun wir halt jetzt eure Plätzchen zu den meinigen auf den Teller da. Dann habe ich auch schon einen ganz schönen Berg. Da schau her. Ist Ihr Weihnachtszimmer auch zugesperrt? Ja, freilich. Vor wem denn? Ja, vor mir. Und vor wem sonst noch? Ja, wer weiß, vielleicht auch noch vor so neugierigen Damen, wie du eine bist. Und wann machen Sie es auf? Na ja, wenn es halt dunkel wird, ne? Ui, dann bleibe ich bei Ihnen, bis Sie aufmachen. Ich sag's der Mutti. Monika, so lang kannst du nicht bleiben. Tut mir leid, aber... Fallen Ihnen Kinder auch immer auf die Nerven? Na, Monika, aber schau, weißt, ich hab einen kleinen Kobold da und... Der wirft mir alles durcheinander, wenn ich nicht Obacht gebe. Und zornig wird er, wenn ich mich nur allebei mit dir unterhalte und nicht mit ihm. Und verstehst du das? Aber wenn's jetzt gehst, nach ist er ganz friedlich und red sicher nur freundlich von dir. Kriegt er auch was zu Weihnachten geschenkt? Ja, ich glaub schon. Was denn? Psst, davon wird nicht geredet. Er hört jedes Wort, weißt? Und jetzt
Auf Wiedersehen, Monika. Auf Wiedersehen. Und sagen Sie dem Kobold, ich rede auch freundlich von ihm. Gut, das sag ich ihm. Das ist nett von dir. Ja, danke schön. Wenn sie noch lange da geblieben wäre, dann würde ich ja kein bisschen freundlich über sie reden. Mein Pumuckl, sie ist doch nur ein Kind, die Monika. Die weiß halt auch nicht, wie sie sich die Zeit totschlägt. Ja, gut. Ich sag ja schon, liebe Monika. Und das ist ja freundlich genug geredet. Ja. Oh, so, und jetzt machen wir das Paket auf. Ich hab ja schon ein bisschen dran gezupft. Ja. Schau mal, der eine Knoten da. Der ist schon ganz locker. Ja, dann machen wir ihn gleich auf. Und den da auch. Ja, den auch. So, da ja, und jetzt das Papier wegreißen. Nein, nicht wegreißen. Doch, schon. Ich sehe schon die Schachtel. Ich sehe die sehr spannend, sehr, sehr gemütlich. Muss ich gleich noch ein Plätzchen essen? Nein, die Schachtel ist nur mal mit dem Weihnachtsband zubunden. Das mal schneiden wir aber ab. Das war ein blöder Weihnachtsband. Nein, schneiden wir nicht ab, das wäre ja scharf. Mach nicht auf. Vielleicht ist das noch mal diese Monika. Psst, psst. Das ist nicht Hausmeister. So wie ich. Da muss ich schlafen. Ja, grüß Ihnen Gott. Grüß Gott. Ich möchte Ihnen bloß frohe Weihnachten wünschen, Herr Eder. Ja. Und da habe ich ein paar Plätze für Sie. Also, das ist nett von Ihnen, aber das braucht's doch nicht. Doch, Herr Eder. Ich habe zu meinem Mann gesagt, der Herr Eder ist bestimmt ganz allein. Da gehe ich jetzt ein bisschen rüber. Ja. Darf ich mir ein bisschen zu Ihnen sitzen? Ja, ich bin nur gerade dabei, das Paket da aufzumachen. Das können Sie doch später auch noch aufmachen. Ja. Ja, da haben Sie ja schon einen ganzen Berg Plätzl. Aber das sehe ich schon. Meine sind viel besser. So, alles mit Butter gemacht, gell? Und bei den meinen beißt man sich auch nicht die Zehen aus, wie bei denen von der Frau Müller. Wissen Sie schon, die vom vierten Stock. Dann danke ich Ihnen halt recht schön. Kann ich mich da hersetzen, Herr Eder? Ja, bitte schön. Jetzt fühlst du mir schon ein bisschen weh. Ja. Das ist was, sag ich Ihnen. Hoppla. Was war jetzt das? Ist was? Ja, zwickt hat's mich. Aber mir zwickt ja dauernd was. Ist nicht der Red wert. Ich glaube, das sind die Nerven. Was meinen Sie? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube allerweil, es wäre vielleicht doch besser, wenn Sie... Na, da brauchen Sie gar nicht weiterreden. Ich gehe zu keinem Arzt. Die wissen doch alle miteinander nichts. So, also ja. Wie ich das letzte Mal bei so einem war, wegen meinem Rheuma, wissen Sie schon... Was schauen Sie denn so komisch, Herr Eder? Störe ich Sie? Nein, es ist bloß, wissen Sie, ich hab jemand da, der... Haben Sie Verwandte da? Sitzen die in Ihrer Stube drüben? Nein, nicht grob Verwandte. Pumuckl, lass jetzt nicht gleich das Paket in Ruhe. Was meinen Sie? Ich hab nicht Sie gemeint, sondern mein Besuch. Ja, aber der hat doch das nicht bis nüber ins Stuben gehört. Da hätten Sie schon lauter reden müssen. Doch, der hat das schon gehört. Was? So dünn sind ihre Wind. Dann hat ja der auch gehört, dass ich die Leute ausgerichtet habe. Mein Herr Eder, das ist mir jetzt aber peinlich. Nein, der sagt es bestimmt nicht weiter. Nee. Was war jetzt das? Sie ist in dem Paket was Lebendiges. Es hat sich ganz bestimmt was bewegt in dem Paket. Ach, das meinen Sie doch bloß. Na, schauen Sie doch, schon wieder. Zum Himmel, jetzt ist aber Ruhe da. Entschuldigen Sie, ich wollte Ihnen nicht auf die Nerven fallen. Ganz bestimmt nicht. Nein, Sie fallen mir ganz bestimmt nicht auf die Nerven. Bloß, wissen Sie, mein Kobold. Ah, Herr Eder, hören Sie doch damit auf. Das hat sich schon rumgesprochen, dass Sie alle so Spassetteln machen von wegen Kobold und so. Sure. Aber, Herr Eder, am Heiligen Abend, finde ich, da sollten Sie schon lieber ans Christkindl glauben, als an einen Kobold. Ja, mei, wenn der Kobold bloß was mit dem Glauben zu tun hat. Nix für ungut, Herr Eder. Also, dann gehe ich jetzt. Und noch einmal, frohe Weihnachten. Dankeschön, Ihnen auch. Und auch für die Blassern. Vielen Dank. Und lassen Sie sich gut schmecken. Und natürlich dürfen Sie Ihrem Kobold auch ein paar davon geben. So. Da bin ich gar nicht so. Ja. Jeder hat halt sein Sparen, gell? Und der Ehre ist ja immer nur harmlos. Ja. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Ja, auf Wiedersehen. Wie bitte? Was bin ich? Ein Sparren? Ja, aber ein harmloser. Ein Sparren? Ja, harmloser, mein Gott, hat die ja Ahnung. Ich habe Sie viel zu harmlos gezwickt. Oh, ich hätte Sie so zwicken sollen. Also, wie ein Sparren überhaupt nicht zwicken kann,
dann, Pumuckl, dann hätte sie... heut muss man friedlich sein. Wieso? Weil Weihnachten ist. Ach, außerdem bist du selber schuld, wenn so Sachen gesagt werden. Warum hast du denn auch dauernd an dem Paket umeinander gewurstelt? Ich habe gar nicht gewurstelt. Ich habe gebändelt. Schau mal, diese schöne rote Schleife, ja, die ist jetzt schon auf. Ja, und du tust gerade, wie wenn in dem Paket was für dich drin wäre. Für wen denn sonst? Für mich noch. Entschuldige. Dann schau doch endlich rein. Diese dumme Schachtel, die ist so fest zugepappt. Ja, apropos zugepappt, magst du noch so einen Platz haben? Nein, ich will jetzt wissen, was in dem Paket drin ist. Also, mach mal's auf. Gib mir das Messer her. Ja, hier bitte, hier damit ich dort das Zubabte aufritzen kann. Nein. Wir sind nicht zu Hause. Gepumuckl, am heiligen Abend werde ich nicht zu Hause sein. Das glaubt doch keiner. Wieso? Du kannst doch eingeladen sein. Du bist spazieren gegangen. Du bist verschwunden. Ja, in Luft bist du verschwunden. Eda! Mei, das ist ja der Schmidt. Und das ist ja nett, dass er kommt, der Schmidt. Sehr nett. Lass ihn auch wieder ganz nett gehen. Ich kann ihn doch nicht im Hof stehen lassen. Wer singt, der geht gleich wieder. Nein. Bestimmt hat ihn seine Mutti, Mama auch fortgeschickt, dass du ihm ein Märchen erzählst. Oder es tun ihm vielleicht die Füße weh. Und dann muss er sich auf einen Stuhl setzen. Und dann bleibt er ganz Eda! Lang. Und Ja, wer kommt denn da? Hallo. Ja, der Bernwacher. Ja, grüß dich. Ja, aber es macht keiner auf. Du, wenn der nicht da ist, der kann nicht weit sein. Warten wir heute ein bisschen. Geh zu, ja? Das ist doch blöd, wenn ich jetzt nicht aufmache. Außerdem freut's mich, dass die kommen. Ja, mach doch auf, wenn du kannst. Pumuckl ist flinker. Schlüssel herumgedreht, zugesperrt. Wirst du gleich von der Tür weggehen? Ja, ich bin schon weg, aber der Schlüssel ist auch weg. Weg, versteck. Du mach mich am heiligen Abend nicht narrisch. Es ist ja noch nicht Abend, es ist ja erst Nachmittag. Gut, dann wird die Stube heute Abend auch nicht aufgesperrt. Ja, dann geb ich dir lieber den Schlüssel. Aber vielleicht erst, wenn die Leute weg sind. Pumuckl, hast du nicht gehört, dass die warten wollen? Die warten ewig. Gibt's denn das auch? Ja, sowas. Ja, schau, Bernwacher, wer da noch kommt. Jägerl, das ist ja der Ramsleder. Ah, da liegst du wieder. Ja, grüß euch, Gott, mein Hans. Grüß dich. Warum steht's denn ihr da heraus herum? Ist der Eder denn nicht da? Ja, der kann nicht weiß sein. Ja, läuten wir nochmal. Vielleicht hat's der Eder nicht gehört. Mhm. Ich glaube, man hört die Glocke bei ihm schlecht, wenn er in der Stube hinten ist. Pumuckl, jetzt sind's zu dritt. Gib den Schlüssel her. Zu dritt? Dann gehen sie ja überhaupt nicht mehr. Drei Leute, die bleiben ja dreimal so lange. Ein Leut, zwei Leut, drei Leut. Und wir werden das Paket niemals aufmachen und wir werden keine Kerzen anzünden. Gut, nachher nicht. Ich habe ja auch noch ein Fenster. Ja, bin sicher denn da. Das ist aber eine Überraschung. Hey, wir haben zwei schon dreimal geläutet. Ja. Ja, willst du uns nicht endlich reinlassen? Ja, freilich will ich. Ich freue mich, dass ihr kommt, aber ich hab mich eingesperrt. Was? Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ja, ich suche schon die ganze Zeit ihn. Den muss ich verlegt haben. Ja, dann sperr du die Werkstatttür auf und da kommst du auch in die Wohnung, nicht? Nein, ich bin ja da in der Küche eingesperrt. Ich komm gar nicht runter. Wir bringen mir den Ding nachher unsere Packeln auf, hä? Packeln? Du, da hast du den Schlüssel. Hier, bitte. Was? Lass doch ein Schnierl runter. Wir bieten es hin. Ja, freilich, das ist gut. Nein, halt. Ich spür was in meinen Hosentaschen. Ich habe einen Schlüssel. Momentel. Also, viele Leute sind viele Pakete. Also, da brauchen wir bestimmt eine Schere aus der Stube. Nein, wir brauchen zwei Scheren oder sogar 7, 12, 18 Scheren. Weil das gibt jetzt eine echte Scherenbescherung. Oh, jetzt kommt's rein. Mei, das ist eine Überraschung. Ja, also wirklich, so ein Zufall. Ja, also meine Frau hat gesagt, ich bin ihr im Weg. Ach so. Ja, da habe ich mir gedacht. Wir können doch einen alten Spätzl nicht allein lassen. Ja, ja, das ist nett von euch, aber was kann ich euch anbieten? Ein Schnapserl oder sowas? Na, danke schön. Sonst sehe ich am Ende einen Christbaum doppelt. Ja. Ja, also, Eder, ich soll dir einen schönen Gruß von meiner Frau sagen. Hm? Und sie schickt dir ein paar Plätzle. Ja. Ich sehe zwar, dass du schon eine hast, aber du wirst ja nicht schon Herr werden.
So, und da drin ist ein Wein und ein Fläschchen Rum für einen Punsch. Also, das ist jetzt aber wirklich nicht gebracht. Ich hab doch gar nichts, was ich jetzt dir mitgeben kann. Na, schwätz nicht. Ja, na sag ich halt Dankeschön. Ja, mein lieber Schmidt, deine Frau hat ja die gleiche Idee gehabt wie die meine. Sie hat mir auch Platzl für mich da mitgegeben. Was sagst du jetzt? Ja, die meine auch. Ah, du, jetzt kannst du gleich eine Bäckerei aufmachen. Ja, nein, wird schon gessen. Also sagst du daheim, dass ich mich recht herzlich bedanke. Ja, also, drei Freunde, ein Gedanke. Ja. Von wem ist denn das Paket da, Eder? Ja, das weiß ich noch nicht. Da bin ich gerade am Aufmachen. Oh, hoffentlich sind da nicht noch einmal Plätzle drin. Ja, du, pass auf, Eder. Sag einmal, machst du dir eigentlich heuer keinen Christbaum? Doch, doch. Ja, und? Darf man den nicht sehen? Der ist noch nicht fertig, wisst's. Ja, dann helfen wir dir. Los, Herrschaften, auf geht's. Der Christbaum wird putzt. Nein, das geht nicht. Also, weißt Eder, ein bisschen komisch ist das schon. Da hockst du allein in der Küche rum und wo man vom Christbaum redet, na, was verlegen. Sag einmal, was hast denn? Ist was los mit deiner Stube? Nein, die Stube, das ist halt das Weihnachtszimmer. Und also, da geht man vorher nicht rein. Du bist doch kein Kind mehr. Tatsächlich. Ja, da ist ja zugesperrt. Die Küchentür hat er abgesperrt gehabt. Mhm. Die Stubentür auch. Ja. Ganz eingesperrt hat er sich. Hast jemand in die Stube reingesperrt? Geh, jetzt stellt's euch doch nicht so. Ihr wisst es doch ganz genau. Ihr glaubt es noch nie. Ihr plägt's mir bloß allebei. Jetzt kommen wir uns ja auch nicht wieder mit deinem Pumuckl daher. Ich hätte ja nichts gesagt, aber ihr zwingt's dann ja dazu. Die Stube ist zugesperrt, weil der Pumuckl noch nicht rein darf. Und wenn ich wegen euch aufsperre, kommt er rein. So, jetzt wisst es. Und die Küchentür hast du zugesperrt gehabt, weil du nicht willst, dass dir dein Kobold davonläuft? Nein, weil er mir einen Schlüssel auch versteckt gehabt hat. Ach so. Ja, da kann man nichts machen. Ja, Leid, wenn's ein Eder glücklich macht, na lassen wir ihm halt sein Budagel. Pumuckl-Bütchen, gell? Ja, und sag einmal, wo ist denn der Pumuckl jetzt? Na ja, der wird jetzt irgendwo da hocken. Aber wenn's ihr da seid, na, kann ich ihn ja nicht sehen. Ja, na, stört mir die? Nein, ich freu mich doch wirklich. Sag einmal, da was. Was schenkst denn du nachher deinem Pumuckl zu Weihnachten? Das kann ich doch jetzt noch nicht sagen. Das hört er doch. Ach so. Ja, und schenkt er dir auch was? Ja, also ich weiß schon, dass ihr denkt, ich spinne. Jetzt pass auf, komm, Pumuckl. Jetzt zeigst du dir einmal, dass ich nicht spinne. Deswegen hättest du doch nicht jetzt das Glas unterschmeißen müssen, Eder. Das war doch nicht ich. Gib auf die Schnapsflaschen aber Ramsleiter. Feige, feig, Rotte, die hätte ja fast runtergeschmissen. Doch nicht du, bist du gar nicht hinkommen. Ja, freilich bin ich. Ja, warum hättest du denn sonst so gewackelt? Weil der Pumuckl runterschmeißen wollte. Hm? Ja, also, meine Herrschaft, ich glaube allebei, dass mir jetzt heimgeht. Eder, also, ich wünsche dir recht frohe Weihnachten. Ja, also, ich wünsche euch auch und ich danke euch recht. Ja, verbring Weihnachten, gut. Ja, du auch, ja. Und sag deinem Pumuckl ein recht schöner Gruß von mir, gell? Gern, gern, das sag ich ihm schon. Servus, grüß euch. Also der Eder, der kann einfach schon langsam ein bisschen leiden. Lass mir mal seinen Pumuckl. So, deine Pumuckl, jetzt sind wir wieder allein. Die halten mich jetzt für ganz schön verrückt. Das macht doch nichts, das macht doch nichts. Und wie ist es jetzt mit unserem Backel? Du, halt einmal. Was ist denn? Ja, das sehe ich jetzt erst. Was denn? Was siehst du? Das Backel kehrt mir ja gar nicht. Da steht zwar Eder drauf, ohne Vornamen, aber die Hausnummer stimmt ja nicht. Da steht 63, wir wohnen doch auf 23. Ja und? Wenn 7630 draufstünde, dann ist es ja trotzdem hier abgegeben worden. Ja, aber der es abgegeben hat, der kann sich doch geirrt haben. Nein, es gibt doch so viele Eder. Da kann leicht nur einmal einer in unserer Straße wohnen. Wie gut, dass mir das Paket noch nicht ganz aufgemacht hat. Nein, Eder heißt nicht jeder. Weißt du was? Wir werfen einfach das Papier weg mit der Überschrift und dann gehört das Paket dir. Kommt ja gar nicht in Frage. Ja, aber du hast dich doch so gefreut. Und ich hab mich auch so gefreut. Also jetzt mache ich allmählich wirklich nicht mehr auf. Doch, jetzt kannst du aufmachen. Also warte mal, ich schau mal zum Fenster runter, wer es ist. Der Diener von der Frau Gräfin ist, weißt du, der mit seinem Schlossgespenst. Ja, da muss ich schon aufmachen.
Herr Eder. Ja, grüß Ihnen Gott. Entschuldigen Sie bitte, Herr Eder, dass ich Sie störe. Aber, Lenz. Aber die Frau Gräfin ist in Sorge. Ja, um Himmels Willen, was ist denn? Frau Gräfin hat ein Paket an Sie gesandt und ist sich jetzt nicht mehr sicher, ob sie die richtige Hausnummer darauf geschrieben hat. Aha. Sie hat, so glaubt sie, 63 statt 23 draufgeschrieben. Ja. Ja, dann gehört es doch mir. Hoffentlich können Sie die kleine Tischuhr auch gut gebrauchen. Eine Tischuhr? Ja. Ja, aber gehen Sie, das ist doch viel zu viel. Frau Gräfin war so glücklich über Ihre sachkundige Instandsetzung unserer wertvollen Möbel. Ja, ja, schon, aber... Also, sagen Sie doch bitte der Frau Gräfin, dass ich mich sehr herzlich bedanke. Und Ihnen wünsche ich auch recht schöne Feiertag. Danke sehr. Ich Ihnen auch. Danke. Und, Sie sagten doch seinerzeit, Sie hätten einen Kobold. Ja. Da ich nun mit der Frau Gräfin nicht ganz einig gehe, indem ich doch glaube, dass es außer Geistern auch Kobolde gibt, habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht mit einer Kleinigkeit, ich weiß nicht, ob ich da mit dem Geschmack Ihres Herrn Kobolds getroffen habe, ein paar Plätzchen. Ich dachte, ein Kobold könnte an so etwas Geschmack finden. Sie, das ist aber sehr nett von Ihnen, dass Sie daran gedacht haben. Er isst ja was Süßes für sein Leben gerne. Dann in diesem Sinne, recht frohe Weihnachten. Dankeschön. Gleichfalls. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Auf Wiedersehen. Ich glaube, ich werde 743 Tage lang nichts wie Plätzchen essen. Ja, aber wir wissen jetzt wenigstens, was in dem Paket drin ist. Uhr. Also ich finde, dass Weihnachten bei euch Menschen etwas sehr Schönes ist. Also ich verstehe gar nicht, warum ihr Menschen nicht viel öfter im Jahr Weihnachten feiern. Weil dieser teure Spaß wäre, Pumuckl. Du tust doch da leicht, weil du musst ja... Oh je, mi, nee. Ich hab dir ja gar nichts geschenkt. Uiuiuiui, alle Menschen schenken was. Und ich... Aber du bist doch auch kein Mensch. Ja, aber alle geben dir was zum Freuen und mir was zum Freuen. Und ich gebe gar nichts zum Freuen. Jetzt will ich dir was sagen, Pumuckl. Ja. Wie ich noch klein war, da hab ich meine Eltern auch weiter nichts geschenkt. Also ein Gedicht, das ich aufgesagt hab. Ein Gedicht ist ja ein Geschenk. Ja, und was für eins? Ich schenk dir diese Reime, die ich zusammenleime, als wäre ich ein feiner Versemacher-Schreiner. Ja, wunderbar. Dankeschön, Pumuckl. Sei doch mal still, das Geschenk geht ja noch viel weiter. Ich möchte allen Menschen recht frohe Weihnacht wünschen. Oh, warte mal, vielleicht ist es so rum besser. Ich möchte allen Menschen recht frohe Weihnacht wünschen. Pumuckl, das ist gleich, wenn's bloß von Herzen kommt. Ja, und ob das von Herzen kommt, ich möchte allen Menschen recht frohe Weihnacht. Das Gedicht wurde noch sehr lang und sehr schön und die Zeit bis zur Bescherung immer kürzer. Und dann war's soweit. Der Meister Eder zündete die Christbaumkerzen an und der Pumuckl durfte ins Weihnachtszimmer. Und beide waren so glücklich, wie ich es allen wünsche, die diese Geschichte angehört haben.